Kevin Großkreuz, Mats Hummels hat gesagt, der Gegentreffer, der hat unserem Spiel gut getan. Warum war das heute so? Warum war das so? Vielleicht brauchen wir das einfach mal zum Wachrütteln, dass wir vorwärts kommen. Dann haben wir uns alle nochmal gepusht und dann haben die Fans richtig losgelegt, glaube ich, nach vorne gepeitscht. Und dann haben wir als Verein, als Team, als für die Fans und alle haben nach vorne gearbeitet, von uns nach vorne gepeitscht und dann haben wir das Spiel 4-1 verdient gewonnen. Man merkte, dass dieses 2-1 dann endgültig wie so eine Befreiung war. Wie wichtig war dieser Sieg heute gegen Hannover? Erste Halbzeit habt ihr euch ja so ein bisschen schwer getan. Der war natürlich sehr wichtig, wenn man vorher in der Presse immer, dass sie uns immer eine Krise anreden wollten, das überhaupt nicht stimmt. Das tat es sehr gut, gerade für die Presse, dass die mal alle ein bisschen runterkommen und ruhiger bleiben. Mario hatte zumindest ein T-Shirt von DD unter seinem Trikot. War das heute eine abgesprochene Aktion? Was wolltet ihr damit demonstrieren? Ja, der Mario hat das einfach da runtergezogen, weil ich bin auch dahin gelaufen, Mario auch, weil DD einfach menschlich ein überragender Mensch ist, den ich jetzt schon vermisse und DD ist, wie soll man den beschreiben? Ich war mit ihm in Brasilien immer herzlich und ich hoffe, wir bleiben immer in Kontakt und ich wünsche DD jetzt schon für die Zukunft alles Gute. Aber für ihn wollen wir zusammen alle die Schale nach Hause. Wie viele Schritte näher bist du denn persönlich heute einem Friseurbesuch bekommen? Es rückt immer näher. 6 Spiele noch. Ich glaube, 3-4 Siege reichen und die müssen wir holen, dass ich endlich die scheiß Haare abhabe. Ein Wort noch zu Lukas Marios. Eiskalt heute wieder, oder? Natürlich, da gehört er hin, vorne rein. Ist ein Stürmer, eiskalt und Marios ist, wie gesagt, ich tausendmal schon gesagt habe, glaube ich, der beste Stürmer in der Bundesliga. Danke, Kevin. Ja, bitte. Ciao.